Hearts racing, hair it pounding, paranoid adrenaline. Seeing them up there, it's getting cold in here. Unschuldig an den Rand des Ruins gebracht. Das ist das Schicksal der Familie Glaser aus dem Lahntaler Ortsteil Göttingen. Über Nacht hat die vierköpfige Familie ihr Heim verloren. Und das nur, weil ein LKW-Fahrer einen Moment lang nicht aufgepasst hatte. Am Abend des 12. April lenkte ein spanischer LKW-Fahrer seinen Sattelzug in einem unachtsamen Moment gegen das Fachwerkhaus der Glasers. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Sandsteinsockel des Hauses um einen halben Meter verschoben. Von einer Sekunde auf die andere ist das Haus unbewohnbar. Die Glasers selbst sind zu diesem Zeitpunkt im Campingurlaub. Wir waren im Urlaub, abends war es schon 9:30 und dann kam der Anruf, dass uns ein LKW ins Haus gefahren ist. Und wir waren im Urlaub eigentlich noch relativ gelassen, weil wir das Ausmaß nicht erkennen konnten. Warum der LKW-Fahrer das Fachwerkhaus der Glasers rammte, ist bis heute nicht geklärt. Auch ob das Haus abgerissen werden muss, ist ungewiss. Ebenso die Frage, ob die Glasers den Schaden je ersetzt bekommen. Wir sind dann einen Tag früher nach Hause gefahren vom Urlaub. Und das ganze Ausmaß kam eigentlich erst nach und nach. Wir haben dann versucht, die Versicherung zu ermitteln. Es hat sich sehr schwierig gestaltet. Und wir haben uns dann eine Anwältin genommen, einfach weil wir uns alleine total überfordert gefühlt haben. Alle bisher angefallenen Kosten, die notwendige Abstützung des Hauses, Anwaltskosten, Gebühren bei Ämtern und die Ersatzunterkunft mussten die Glaser selbst tragen. 20.000 Euro hat das bisher gekostet. Ob sie das Geld von der gegnerischen Versicherung wiederbekommen, ist ungewiss. Es ging dann doch relativ schnell mit der Versicherung, die zu ermitteln. Aber es zieht sich halt seitdem in die Länge. Die Glasers sind am Boden zerstört und stehen kurz vor dem Ruin. Die seelische Belastung und der Druck, der auf der Familie lastet, lässt sich nicht beschreiben. Nach dem Unglück hat sich die Familie weitgehend selbst geholfen. Auch Nachbarn und Freunde haben ihre Unterstützung angeboten. Darüber hinaus hat aber kaum jemand nach ihnen gefragt. Selbst die Gemeinde nicht. Die hätten sie nur auf ihre Pflichten als Hauseigentümer aufmerksam gemacht. Hilfe habe man nicht angeboten. Und wir waren sehr auf uns alleine gestellt. Also von der Gemeinde haben wir nicht viel Hilfe erfahren, außer dass wir selber die Abstößmaßnahmen ergreifen mussten, bezahlen mussten. Geholfen haben die uns aber nicht, nicht wirklich. Und wenn man nicht weiß, was man erlebt sowas ja nicht jeden Tag und dann weiß man auch gar nicht, wie man sich verhalten soll. Und dann ruft man da an, um Hilfe zu kriegen und das zieht sich alles sehr in die Länge. Also wir haben uns sehr alleine gefühlt, sehr allein gelassen. Die Glaser sind von der Gemeinde enttäuscht. Nachkarten wollen sie aber dennoch nicht. Sie sind viel zu sehr damit beschäftigt, ihr Leben wieder in normale Bahn zu lenken. Ein Leben, das von einer Sekunde auf die andere im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Gleichgewicht geraten ist.